Vor 10 Tagen habe ich ein Konzert in Deutschland gehabt, dann für eine Nacht nach Doha, dort gespielt, dann am nächsten Morgen raus, 18 Stunden nach Houston geflogen, dann 2 Stunden dort am Flughafen gewartet, dann nochmal 3 Stunden nach Mexiko, dann kamen wir um 1 Uhr morgens an und um 4 Uhr morgens bin ich geweckt worden, um dann um 6 Uhr Frühstücksfernsehen in Mexiko zu machen und abends dann direkt das Konzert und das waren alles 3 unterschiedliche Programme. Ich glaube immer noch, dass ich das geträumt habe, weil ich war wach bei keinem Konzert. Der Geiger ist auf Werbetour, ein neues Album auf dem Markt. Im Kampf um die besten Bilder ist er der Hauptdarsteller. Für mich ist es ja normal. Der Verrückte in der Anstalt denkt auch, alles ist okay. Aber es ist gut so. Sonst wäre er wieder normal. Seit 7 Jahren trägt den 34-Jährigen eine Erfolgswelle ohnegleichen. Zu verdanken ist diese ungewöhnliche Traumkarriere einer glücklichen Mischung aus musikalischem Können, Optik und Outfit und einem perfekten Marketing. Ich wollte nie eine Karriere haben, das war nie irgendwie so ein Wunsch von mir. Ich wollte Musiker sein, ich liebe Musik zu spielen, ich liebe Musik zu hören. Auf der Bühne selber zu stehen, ist für mich ganz, ganz schwierig. Das Einzige, was mich auf die Bühne drängt, ist Musik zu machen. Aber das, ja, so der Gedanke daran, vor jemandem oder vor einem großen Publikum zu spielen, macht mir größte Angst. David Christian Bongartz wächst in Aachen auf. Mit 5 Jahren beginnt er Geige zu spielen. Der Junge hat Talent und bekommt Unterricht bei den besten Lehrern des Landes. Das ein Instrument lernen nicht immer Spaß ist, wird ja jeder professionelle Musiker sagen. Gerade die ersten 10 Jahre sind wahnsinnig schwierig. Mit unglaublich viel Verzicht, mit Disziplin verbunden und auch mit viel Quälerei. Und das macht man größtenteils nicht aus eigenen Stücken. Im Sommer 1991 debütiert der Meisterschüler mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter der Leitung von Gerd Albrecht. Er ist 10 Jahre alt und ein Wunderkind auf dem Weg in den Himmel der Hochkultur. Das Ausnahmetalent bleibt auch der Plattenindustrie nicht verborgen. Die Deutsche Grammophon nimmt ihn unter Vertrag. Mit 15 hat er 2 Alben eingespielt. Eines davon mit dem Chamber Orchestra of Europe unter Claudio Abbado. Gerade die ersten Konzerte, auch die ersten großen Konzerte, man geht mit einer solchen Unbeschwertheit natürlich rein, weil du überhaupt keine, gerade in dem Alter ist einem Druck völlig fremd. Das ist etwas, das du zu Hause 100-mal gespielt hast und das machst du dann auch auf der Bühne. Ich glaube, erst mit 12, 13, 14 ist mir bewusst geworden, dass natürlich auch eine große Verantwortung da ist, nicht nur der Musik gegenüber, sondern auch eine berufliche Verantwortung. Viele Menschen haben ein Stück weit mit mir Geld verdient und wollten den Erfolg für mich, aber ein Stück weit sicherlich auch für sich, denn wenn ich keinen Erfolg habe, verdienen andere ja auch nicht. Im Hause Bongartz dreht sich alles um die Musik. Diese noch nie veröffentlichten Exklusivaufnahmen entstehen im November 1995. David Christian Bongartz ist 15 Jahre alt. Das Wichtigste für mich im Leben ist Familie und Musizieren. Nur Klassiker. Ich habe auch keine Pop-CDs oder so. Ich konzentriere mich einfach nur auf die Musik und sehe das, was um mir ist. Das nehme ich gar nicht mal so wahr. Wenn ich Geige spiele, bin ich eigentlich nicht mehr 15 Jahre. Sein Vater, ein Jurist, betreibt ein Geigenauktionshaus. Die Mutter ist eine amerikanische Ballerina. Die Geige ist sehr, sehr schön. Das kann ich am meisten vergleichen mit der Mini-Marge. Das ist auch mal sehr frei, bitte. Ja, ja, bitte schön. Thank you.
es gut läuft, motivieren ihn seine Eltern mit kleinen Belohnungen. Aber so ist es nicht immer. Es gibt dann auch sicherlich negative Motivationen. Sprich, du musst üben. Ob es ohne das geht, weiß ich nicht. Das bezweifle ich. Estrell, ja. Also teilweise halt auch mit Anschreien, Beleidigung und auch mal so Bogen auf den Kopf, ne? Er führt ein Leben, in dem nicht viel Raum für andere Dinge bleibt. Der 15-Jährige gibt Konzerte in ganz Europa und spielt sogar in Japan in ausverkauften Hallen. Er kommt sehr, sehr viel herum und er macht sehr viel Lebenserfahrung, ist in gewisser Hinsicht auch weiter als seine anderen Kameraden, auch emotional wesentlich weiter. Als Teenager besitzt er nicht eine Pop-CD. Dafür sammelt er Münzen und Briefmarken. Er lebt in der Welt der Erwachsenen, die sein Leben lenken. In der Schule hat er nur Gastauftritte. Ich war ein furchtbarer Schüler. Das muss man echt sagen, ich habe überhaupt nichts getan. Ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht 50 Mal Hausaufgaben gemacht. Furchtbar. Meine Eltern haben auch nicht viel Wert darauf gelegt, dass ich Hausaufgaben mache. Also da hieß es nicht, jetzt setzen wir uns abends hin und machen Hausaufgaben, sondern das war... Im Nachhinein etwas merkwürdig, war denen egal. Ich glaube, sie hatten schon wirklich die feste, konkrete Vorstellung, was ich beruflich machen werde. Und da waren Hausaufgaben nicht so wichtig. Insofern war ich ein furchtbarer Schüler. Und ich hätte nicht gerne Lehrer sein wollen von mir. Denn gerade im Schulunterricht war ich völlig uninteressiert und überhaupt nicht diszipliniert. Das Grundstück der Familie Bongartz liegt am südlichen Stadtrand von Aachen in der Nähe eines kleinen Weihers. Hier ist der Meisterschüler in seiner Freizeit mit seinem älteren Bruder Alexander und der 8 Jahre jüngeren Schwester unterwegs. Fahrradtouren und Entenfüttern statt Fußball und Disco. In die Stadt geht er nur selten. Viele Dinge in seinem Leben sind anders als bei seinen Schulkameraden. Ich habe eigentlich immer mich lieber etwas... Also nicht so wie die Jugendlichen heutzutage in der Schule mit Jeans, sondern immer etwas, ich will nicht sagen eleganter, aber immer ein bisschen anders gekleidet. Aber ich bin eigentlich nicht so ein Jeans-Typ, also ich mag so nicht so die Jeans. Eher Kurzhose. Ich hatte unmögliche Klamotten an. Als Jugendlicher sucht man sich ja ein bisschen ein Stück weit auch die Klamotten aus, die man so um sich herum sieht. Und da ich nichts um mich herum gesehen habe, hatte ich auch überhaupt kein Stilbewusstsein der Zeit. Und dann darüber hinaus haben meine Eltern schon irgendwie ihren Geschmack von den Klamotten so auf mich auferlegt. Und das war jetzt auch nicht unbedingt hilfreich. David Christian Bongartz wird erwachsen und David Garrett macht Karriere. Weitere Veröffentlichungen bei der Deutschen Grammophon folgen. Nach der Schule scheint sein Weg vorgezeichnet. Mein Vater wollte irgendwie schon, dass ich nicht studiere, aus dem Grund, weil er es nicht für nötig hielt, dass ich Musik studiere. Warum? Weil er meinte, ich wäre perfekt. Doch der Abiturient ist anderer Meinung und widersetzt sich dem Willen seines Vaters. Er bricht aus, zieht nach London und beginnt dort ein Studium. Er will selbstständig sein, nicht mehr fremdbestimmt. Zum ersten Mal in seinem Leben geht er eigene Wege. Ich habe ja auch nicht vom Herzen wirklich diese Aktion gewählt, sondern ich wollte nach New York. London war so Plan B, aber ich hasse zweite Pläne. Also Plan B ist der größte Feind von Plan A. Ich hätte direkt nach New York gehen sollen. Bei seiner Plattenfirma ist David Garrett ein gern gesehener Gast. Mit seinen Crossover-Alben ist er ein Popstar, Mainstream und massentauglich. Zugleich will er als klassischer Künstler ein Publikum erreichen, das Klangfarbenspektrum, Phrasierung und Tonalität zu schätzen weiß. Dieser Spagat wird immer wieder kritisiert. Im Endeffekt bin ich so von dem überzeugt, sonst würde ich es nicht machen. Mir ist viel, viel wichtiger, dass ich etwas kreiere, worauf ich stolz bin. Das hat für mich viel, viel größere Wertigkeit, als dass die Kritiker etwas großartig finden. Den Beifall der Massen und die Hochachtung der Kenner.
Beides möchte er haben. Qualität, Anspruch und Umsatzzahlen in Einklang zu bringen, ist seine Kunst. Verkaufszahlen spiegeln schon auf der einen Seite die Qualität der Musik wider, aber natürlich auch den Einsatz und die Leidenschaft, mit denen man das auch vermarktet. Und heutzutage muss man gerade bei einem schönen Produkt, wir haben jetzt Brahms Buch, Suvin Meta, Israel Philharmonic, da gebe ich 110% mehr, als ich das bei Crossover-Projekten machen würde. Das neue Album ist wieder ein Klassikprodukt. Zusammen mit dem Israel Philharmonic Orchestra und Suvin Meta hat David Garrett mit Bruchs und Brahms Violinkonzerten zwei Highlights des romantischen Repertoires eingespielt. Star-Dirigent und Star-Geiger kennen sich seit mehr als 20 Jahren. Suvin Meta ist ein ganz, ganz wunderbarer Mensch, ein fantastischer Musiker, ein großartiger Dirigent. Und ich habe das wahnsinnige Glück gehabt, sehr, sehr früh mit ihm schon spielen zu dürfen. Habe allerdings in dem Alter nie die Bedeutung auch ein Stück weiter erkannt, instinktiv vielleicht schon. Aber umso mehr heutzutage, wenn ich zurückblicke, war das schon eine ganz große Erfahrung, das so früh machen zu dürfen. Und freue mich natürlich umso mehr, jetzt mit ihm was aufzunehmen. Ich glaube, das hätte ich damals nicht richtig geschätzt. David Garrett hat schon mit fast allen renommierten Orchestern und Dirigenten der Welt gespielt. Doch Wunschkandidaten für neue Projekte gibt es immer noch. Oder gibt es ganz, ganz viele. Dudamel ist sicherlich ein Kandidat. Simon Rattle natürlich. Ich habe jetzt mit einem sehr, sehr guten jungen Dirigenten zusammengearbeitet beim Echo. Yannick Neger-Seger war ein wunderbarer Dirigent. Ich habe seine CD noch ein Löcher am Wagen gehört. Ganz, ganz großartig. Rückblende. 2001 wird zum Wendejahr für den damals 20-Jährigen. Im September geht er nach New York und entzieht sich damit endgültig dem Einfluss seiner Eltern. Er bewirbt sich an der berühmten Julliard School. Ich wollte, dass keiner weiß, was ich vorgemacht habe. Das war mir wichtig. Man kann sich nur einschätzen oder einschätzen lassen, wenn man keine Vorurteile hat, sich selber gegenüber und von anderen bekommt. Dementsprechend wollte ich da wirklich von null anfangen. Und alles andere, mit David Garrett an die Juilliard School zu gehen, das wäre ein Fehler gewesen. Deswegen habe ich mich unter Christian Bongartz eingeschrieben. Als der Terroranschlag vom 11. September die Welt erschüttert, ist David Garrett in Manhattan nur wenige Blocks vom World Trade Center entfernt. Da war ich bei der Financial Aid Administration und habe sozusagen versucht zu argumentieren, dass ich mehr Unterstützung bekomme fürs Studium, was dann auch im Endeffekt ein bisschen geklappt hat. Und dann habe ich halt einfach die Nachricht gehört damals, mitten in der Argumentation, dass ich mehr Geld brauche von der Schule, dass halt ein Flugzeug in das World Trade Center reingeflogen ist. Und mein erster Gedanke war, Menschenskinder, hat irgendjemand so mit einem Spielflugzeug ein Fenster kaputt gemacht. Die Amerikaner sind ja da ein bisschen übertreiben manchmal, ne, wenn irgendwas passiert. Das ist alles Nachrichten. Das Einzige, was ich wollte, war halt meine Schulausbildung regeln. Was soll man dann machen? Ne? Also war sicherlich nicht unbedingt der beste Start emotional in ein Studium rein. Auf der anderen Seite, ich hatte einen Grund, warum ich da war, und den habe ich dann durchgezogen. Egal, was kommt. Ich war der Einzige, der da irgendwie ruhig durch die Gegend gelaufen ist. Vielleicht hat mich meine Kindheit etwas abgehärtet emotional diesbezüglich, dass ich dann wirklich immer einen guten Fokus habe und sofern wirklich, man konnte ja nichts ändern. Was hätte man machen sollen? Er macht das Beste daraus. Es wird ein Neuanfang. Seinen Lebensunterhalt und die $36.000 Schulgeld im Jahr verdient er sich mit Konzerten. Er modelt, arbeitet als Barmann und putzt Toiletten. Die Stadt und das Studium verändern sein Leben. Heute ist New York seine zweite Heimat. Viele seiner Musikvideos entstehen hier.
hat mein Spiel wieder justiert, hat mir eine solide Ausbildung gegeben musikalisch, hat mir die Möglichkeit erst gegeben, selbstständig zu sein, Sachen zu schreiben, auch kreativ zu sein, auch über das, das Festgesetzte in meinem Leben hinauszugucken, etwas Neues anzufangen, zu überlegen, was möchte ich mit diesem Beruf? Ist das was, was ich möchte oder nur etwas, was ich gut kann? Zwei große unterschiedliche Dinge, ne? Für eine Filmproduktion seines Konzertveranstalters besucht David Garrett vor 5 Jahren die Julliard School in New York noch einmal. Er erinnert und filmt sich dabei. Als Orchester war ich ja nie ein großer Freund von gewesen, denn ich habe mich da auch mal in die Haare gekriegt mit der Administration. Also die Geschichte ist folgende, und zwar, ich kam ja immer pünktlich an, aber halt nicht so pünktlich, wie wir das wollten. Und, ich bin halt immer reingelaufen, wenn die das gestimmt haben, und die wollten natürlich, dass ich schon davor, also ich habe nie eine Note verpasst vom Konzert, aber ich war halt nur so auf den letzten Drücker dann, und ich habe dann immer Verwarnungen gekriegt, und irgendwann mal war mir also wirklich, ist mir der Kragen geplatzt, und ich habe mich dann halt bei meinem Nachbarn beschwert, aber nicht mit Worten, weil wir geprobt hatten, sondern ich habe in die Noten reingekritzelt, relativ, ich will mal sagen, anzügliche Sachen an die Administration des Orchestermanagements. Also ziemlich derbe Sprüche. Jetzt habe ich natürlich nicht gedacht in meiner Naivität, dass diese Noten aus der Bibliothek kommen und sie nach dem Konzert wieder in der Bibliothek landen und sie das natürlich durchgucken, dass dann irgendwie nicht, dass zu viele Fingersätze drin sind, dass die Noten nicht verunstaltet sind. Jedenfalls war es halt so gewesen, dass die natürlich herausgefunden haben, welches Pult es gewesen ist, und mein Kollege, wie gesagt, mich da natürlich auch nicht verteidigt hat, sondern direkt gesagt hat, ja, das war wohl der Herr Garrett gewesen, der da diese schmutzigen Sachen reingekritzelt hat. Und ab dem Moment war ich so ein bisschen unten durch bei, ja, beim Orchestermanagement, weil die haben ganz schön ihr Fett weggekriegt. Naja, jedenfalls danach habe ich bis zum Ende der Julian School nicht mehr vorne gesessen im Orchester. David Garrett ist mit einem Crossover-Programm auf Tour. Es ist Samstagnachmittag in Berlin. Das Konzert ist ausverkauft. Geldsorgen hat er heute keine mehr. Also ich war da wirklich nach dem Studium total pleite. Wenn man kein Geld hat, hast du gar nichts. Das muss man einfach klar sagen. Ich hatte eine große Leidenschaft für Musik, aber selbst die größte Leidenschaft ist ohne Geld sehr schwierig. Deswegen muss man ein Stück weit auch gucken, dass man Konzerte spielt. Aber man hat viele Absagen bekommen, man hat viele Vorspiele wieder gemacht. Ich habe ein Stück weit von null angefangen. Ich habe in New York gerade nach dem Studium Möglichkeiten gesucht zu spielen. Es ging also nicht direkt von Abschluss zur Konzerthalle, sondern Abschluss, Vorspielen oder Konzerte im privaten Bereich spielen. Seine zweite Karriere beginnt, als er den Crossover für sich entdeckt. Er nimmt ein Demo-Tape auf und geht damit bei den Plattenfirmen und Konzertveranstaltern hausieren. Kaum einer glaubt an seinen Erfolg. Eine ganz, ganz schwierige Zeit gewesen, aber ich glaube, man hat, wenn man ein motivierter Mensch ist, dann ist da so eine Flamme, da lässt einen nichts Depri werden. In 3 Stunden wird er in der größten Mehrzweckhalle der Hauptstadt spielen. Um sein künstlerisches Niveau zu halten, muss auch ein David Garrett jeden Tag üben. Mindestens 2 Stunden. Das ist heute eine Crossover-Geige, nennen wir sie jetzt einfach mal, ist ein Jean-Baptiste Villon von 1864. Auch eine sehr, sehr gute Geige, aber halt, wenn mit Verstärkung, dann brauchst du auch nicht eine Stradivari. Signierstunde ohne Fans, Backstage in der Künstlergarderobe. Der Zeitplan ist eng. 2 Stunden vor dem Konzert geht es zum Soundcheck. Das Orchester und seine eigene Band warten schon. Titel des Programms: Classic Revolution. Man kann sicherlich drüber streiten, ob das jetzt 100% zu diesem Programm passt, aber ich bin immer jemand, der gerne seine eigene Vorstellung durchsetzt. Ich bin sehr stur in meinem Leben, und ich glaube, das gehört ja auch ein bisschen dazu, um
revolutionär zu sein, nicht auf andere zu hören, sondern ja, sich selber zu vertrauen und eine Meinung zu haben, ein Konzept. Und das war bei mir immer gegeben in den letzten, zumindest in den letzten 10 Jahren. Zu hören gibt es Rock und Pop gemixt mit Klassik. Zu sehen Videoinstallationen, reichlich Pyrotechnik und die Damen vom deutschen Fernsehballett. An nichts wird gespart. Mit dabei an diesem Abend ist auch sein Konzertveranstalter. Peter Schwenko war einer der ersten, die das Potenzial des Geigers erkannten. Ich habe ihn ganz am Anfang, bevor wir auf Tournee gingen, zu einem privaten Hauskonzert nach Hause eingeladen. Da waren so 80, 90 Freunde. Und David kam und spielte in diesem ganz intimen Rahmen. Und ich sah mindestens 50 leuchtende weibliche Augenpaare. Und da wusste ich, dass es funktioniert. Die weiblichen Fans liegen David Garrett zu Füßen, wenn er zu den Klängen von Robbie Williams von der Decke schwebt. Nur die richtige war noch nicht dabei. Keine Frau der Welt macht das mit. Und die Frau, die es mitmacht, haben wir noch nicht gefunden. Wer sagt, dass eine Beziehung das Allheilmittel ist? Aber ich habe es persönlich noch nicht so erfahren. Vielleicht bin ich zu sehr Control-Freak. Das, was mich glücklich macht, möchte ich ein Stück weit auch selbst bestimmen können. Das ist für mich irgendwie dann doch die Musik. Wenn etwas da nicht funktioniert, kann ich es verbessern. Ich kann ein Konzert, was nicht optimal war, kann ich morgen besser spielen, weil ich die Probleme erkenne. Ich weiß nicht, ob ich das in einer Beziehung könnte. Und so gibt David Garrett als Single weiter zuverlässig den Traum aller Schwiegermütter, zeigt sich als Rockrebell mit einsamem Herzen, der trotzdem ganz viel Liebe in sich hat. Ich liebe einen geilen Tag, ich liebe ein tolles Auto, ich liebe auch natürlich schöne Frauen und ich liebe mein Instrument und Musik und tolles Essen und ein gutes Gläschen Wein, ein tolles Wasser nach dem Sport. Ich bin voller Liebe, aber muss man Liebe so kanalisieren? Ist das nicht das eigentliche Ego, was einen so anspornt, ich will nicht alleine sein? Wir sind gar nicht alleine. Das muss man sich auch mal überlegen. Meine persönliche Hommage an die Stadt, die mein Leben verändert hat. Er ist vielleicht nicht der Beste, dafür aber der schnellste, schönste und berühmteste Geiger der Welt. Sein Erfolg ist unfassbar. Auch für ihn. Man darf nie Erfolg richtig greifen können. Insofern bin ich wirklich jemand, der für heute und für morgen lebt und nie zurückguckt. Ich glaube, dass das der schwerste Fehler und der Anfang vom Ende ist, wenn man Erfolg wirklich greift. In meiner Welt, innen drin, habe ich noch keinen Erfolg. Das wird auch immer so bleiben.